So, was macht so eine Wärmepumpe, wenn die hier das Kältemittel rumschaufelt? Und zwar, Ziel ist es ja, hier soll sie kalt und hier soll sie warm sein, um Wärme zu schaufeln. Und das macht sie, indem an der Stelle das von flüssig nach gasförmig verdampft wird. Und hier wird es verflüssigt, also von gasförmig nach flüssig, aber eben nur durch Druck, nicht durch Verdichten, also nicht durch Heizen. Also ich bin gewohnt, wenn ich irgendwas gasförmig mache, dann stecke ich hier Wärme rein. Ich habe flüssiges Wasser, gasförmiges Wasser. So kenne ich das. Und es geht auch mit Druck. Kann man auch einen schönen kleinen Versuch machen. Ich habe an der Stelle Wasser und wenn ich den Stempel nach unten ziehe, dann wird da drin der Druck sehr, sehr viel kleiner, ohne dass ich heize. Und dann entsteht hier etwas, das schaut aus wie Luftblasen, ist keine Luft, sondern das ist gasförmiges Wasser. Also gasförmiges Wasser, flüssiges Wasser, beides. Und wenn der Stempel wieder zurückgeht, dann habe ich wieder flüssiges Wasser. Also ich kann von gasförmig nach flüssig, von flüssig nach gasförmig, allein durch diesen Stempel hin und her arbeiten, ohne Hitze. Das macht die Wärmepumpe. Ja, an der Stelle wenig Druck und wird gasförmig und viel Druck und es wird flüssig. Kältemittel fließt rum in so im Kreis. Und warum dann sich mit diesem Unterschied des Aggregatzustands die Temperatur ändert, mache ich im nächsten Video. Wichtig ist, an der Stelle muss ich Energie reinstecken zum Verdichten. Das geht nicht freiwillig, wenn ich das gemacht habe. Also wenn ich hier eine Kilowattstunde reinstecke, dann ist es ja so, dass von 0 Grad nach minus 10 Grad, da fließt Wärmeenergie freiwillig. Von 50 nach 22 Grad, da fließt auch Wärmeenergie freiwillig. Ja, normalerweise würde die Wärmeenergie vom Zimmer einfach nur raus ins Kalte fließen. Aber mit dem Trick bekomme ich es hin, dass ich insgesamt, wenn ich eine Kilowattstunde Strom reinstecke, so 4, 3, 4, 5 Kilowattstunden an Wärmeenergie bekomme. Und das ist die geniale Idee der Wärmepumpe. Ich bekomme also mehr Wärmeenergie, als ich eigentlich hier auf der Stromrechnung bezahlen muss.